Sie sind hier, 8. Dezember 2018, Update um 21.06 Uhr, von Sportinformationsdienst Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, Napoli gewann 4:0 gegen Frosinone. Urheberrecht Getty Images. Update: Amin Yunis hat sein Debüt im Trikot des SSC Neapel gefeiert. Die Süditaliener siegen deutlich. Der AS Rom verschenkt derweil den Sieg in doppelter Überzahl. Der ehemalige Bayern-Trainer Carlo Ancelotti hat mit dem SSC Neapel in der italienischen Serie A Platz 2 gefestigt. Sein Team gewann 4:0, 2:0, gegen den Tabellenvorletzten Frosinone Calcio. Ex-Bundesliga-Profi Arkadiusz Milik 68., 84. Piotr Zieliński 7. und Adam Unas 40. trafen für die Gastgeber. Confed-Cup-Gewinner Amin Yunis wurde in der 72. Minute eingewechselt und feierte sein Pflichtspieldebüt für Napoli. Der Rückstand des SSC auf Rekordmeister Juventus Turin 43 Zähler beträgt allerdings schon 8 Punkte. Die Turiner hatten am Freitagabend das Derby d'Italia gegen Inter Mailand mit 1:0 gewonnen. Dem ehemaligen Wolfsburger und Münchner Mario Mandzukic 66. gelang der Treffer des Tages. Inter bleibt mit 29 Punkten Dritter. AS Rom schenkt Sieg in doppelter Überzahl. Herderweil hat der AS Rom in doppelter Überzahl den Sieg aus der Hand gegeben. Die Römer lagen bis in die Nachspielzeit hinein bei Cagliari mit 2:1 in Führung. Dario Srna und Luca Sepitelli mussten in der dritten Minute der Nachspielzeit dann auch noch mit Rot vom Feld, doch 2 Minuten später schockte Marco Sau die Gäste aus Rom und traf zum 2:2 Ausgleich für Cagliari, das nur noch zu 9 spielte. Die Roma ist damit auf Platz 7 in der Serie A, während die Hausherren auf Rang 13 liegen. Von Sportinformationsdienst Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.